Jo, was geht? Mein Name ist Janix und heute geht es ums Thema Arrangement, beziehungsweise wie strukturiere ich meine Beats am besten, damit Rapper Bock haben, darauf zu hoppen. Wie immer ist das Ganze nur meine Meinung, ich zeige euch nur meine Art und Weise, wie ich es mache. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, wir reden immer noch von Musik. Musik ist nach wie vor Geschmackssache. Aber es gibt so ein paar Sachen, denen kann man auf jeden Fall mal folgen. Denen folgen halt auch viele der größeren, mainstreamigeren Rap-Songs, die es so gibt. Und diese paar Sachen werde ich euch jetzt zeigen. Let's go! Okay, here we are, FL Studio. Ich habe hier einen Beat gebaut. Okay, und das allererste, was wir natürlich tun müssen, ist diese ganzen Sounds hier in einzelne Patterns reinbekommen, damit wir das hier in der Playlist schön strukturieren können. Dazu gehen wir hier oben auf diese kleine Anzeige, wo jetzt Pattern 1 steht, rechtsklick darauf, Split by Channel und schon haben wir Patterns für jeden Sound einzeln. Dann markieren wir uns die alle, indem wir das oberste anklicken, Shift gedrückt halten, das unterste anklicken und die alle einfach in die Playlist reinziehen. Und schon haben wir das und können das Ganze jetzt hier so ein bisschen aufbauen. Ich kopiere mir die immer erstmal so relativ viele davon rein, damit ich dann einzelne Sounds rausnehmen, wieder reinbringen kann, wie ich lustig bin. Die meisten Beats fangen natürlich mit einem Intro an, ist ja ganz klar. Da würde ich auf jeden Fall alle Drums grundsätzlich erstmal rausnehmen für den Anfang und vielleicht auch noch einen der Melodie-Sounds. Ich habe jetzt hier in meinem Beat habe ich drei verschiedene Melodie-Sounds. Das ist einmal hier dieses Piano. Das ist so die Hauptmelodie, beziehungsweise die mit den Akkorden halt, ist das so das Hauptding, was die Melodie auf jeden Fall so ein bisschen carried. Deswegen würde ich das auch tatsächlich über die ganze Länge des Beats, glaube ich, drin lassen. Das hier ist so ein Hafensound, und der ist halt eher so eine Countermelodie. Das würde ich fürs Intro jetzt auf jeden Fall mal rausnehmen. Das lassen wir erstmal nur für die Hook. Und ja. Das können wir, glaube ich, noch drin lassen fürs Intro. Die Sache ist halt, die meisten Songs heutzutage fangen mit der Hook an. Das ist begründet darin, dass Streaming-Portale heutzutage natürlich das Wichtigste sind und wenn dein Song nicht direkt innerhalb der ersten paar Sekunden mit einer catchy Hook kommt, dann klicken Leute den Track wieder weg, weil sie es gewöhnt sind, dass Tracks innerhalb der ersten 10, 15 Sekunden mit einer catchy Hook reinkommen. Da müsst ihr euch natürlich nicht dran halten, aber wie gesagt, wenn ihr euch mal eure Lieblingssongs anhört oder vielleicht auch mal in die großen Rap-Playlists bei Spotify reinhört, bei den meisten Songs ist das heutzutage so, könnt ihr natürlich halten, wie ihr lustig seid. Deswegen würde ich jetzt mit der Hook anfangen, diese 4 beziehungsweise 8 Bars hier sind bei mir die Hook. Das sind immer, ja, also ein so ein Pattern von mir ist halt immer ein helles und ein dunkles Ding lang. Ob das jetzt 4 oder 8 Bars sind, da kann man sich drüber streiten. Das kommt darauf an, wie man die BPMs zählt. Es ist ein helles und ein dunkles und dann das Ganze zweimal ist bei mir meistens die Hook. Ich würde jetzt bei diesem Beat, würde ich noch damit anfangen, dass ich im Intro erstmal nur die Melodie hab, dann so ein bisschen Drums, die dann aber wieder rausgehen. Und dann würde ich einen kleinen Riser einfügen. Dieser Riser hier, One and Only Riser, der heißt nicht aus Spaß so, sondern weil ich den tatsächlich in so gut wie jedem Beat von mir benutze. Ich mag den einfach, der ist super vielseitig einsetzbar. Und dann wird mein Intro erstmal so klingen. Genau, und dann kommt halt direkt die Hook rein. Ich mache gerne mit der Hook auch noch so ein paar Sachen. Also das wiederholt sich hier jetzt zweimal, ja, wie gesagt. Also hier hört die Hook wieder auf. Das kann ich auch jetzt mal gerade hier irgendwie markieren so. Hier hört die Hook wieder auf. Das hier ist die Hook. Und ich mache trotzdem innerhalb der Hook gerne nochmal so ein paar Sachen, dass sich das so ein bisschen aufbaut. Jetzt könnte ich zum Beispiel in der ersten Hälfte der Hook die Kick rausnehmen. Das ist ein Effekt, den mache ich gerne. Und dann nehme ich hier so ein bisschen die Hi-Hats raus und dann haben wir innerhalb der Hook, dass sich das nochmal so ein bisschen aufbaut. Da könnte jetzt zum Beispiel ein Rapper erst entspannt reinkommen, so und keine Ahnung, seine Hook erst einmal so ein bisschen mumblen, na, 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 und dann, wenn die zweite Hook reinkommt, dann nochmal so richtig mit Full Energy reinkommen. Das könnt ihr aber, ne, natürlich alles so halten, wie ihr lustig seid. Aber einmal, wie weit wir es bis jetzt haben, ich spiele es einmal ab.
Okay, nach der Hook lasse ich dann die Beats gerne so ein bisschen atmen, indem ich möglichst viel rausnehme, trotzdem aber ein paar Drums noch drin lasse. Ich würde jetzt das zum Beispiel drin lassen, die hier könnte ich auch drin lassen. 808 muss ich mal schauen, ob das zu leer ist, jetzt nur mit dem Piano. Aber ich glaube, bevor ich noch eine zweite Melodie wieder reinnehme, lasse ich lieber die 808 noch mit drin. Das geht aber. Und dann kann man jetzt zum Beispiel im zweiten Teil vom Part die 808 wieder reinkommen lassen, dafür vielleicht diese Perk raus. Wichtig ist halt, dass ihr in den Parts halt den Beats Zeit gibt, um zu atmen. Also ich habe jetzt hier diesen Part, der ist jetzt 12 Bars quasi lang. Und da passiert nicht sonderlich viel, aber das ist auch gerade gewollt. Ich habe zum Beispiel jetzt die Kick die ganze Zeit hier bewusst nicht drin, damit die Hook nochmal spezieller wirkt, wenn die dann hittet. Oder auch diese Top-Melodie hier, das hier. Das habe ich auch ganz bewusst nur in der Hook drin und halt eben nicht in den Parts oder Verses oder wie auch immer ihr sagen wollt. Deswegen wichtig, dass ihr eure Beats atmen lasst, weil wenn die ganze Zeit nur alles durchscheppert, fehlt halt so ein bisschen dieser Effekt von, okay, das ist jetzt die Hook, das ist jetzt das Highlight vom Song so oder auch ein Highlight, auf das man hinarbeitet. Jetzt habe ich hier zum Beispiel diese letzten vier Bars, da ist jetzt nur die 808 und das Piano. Je nachdem, was der Rapper jetzt darauf machen würde oder die Rapperin, könnte die, er oder sie, könnte natürlich an der Stelle dann jetzt auch schon nochmal die Hook singen und man mischt die vielleicht mit einem EQ so ein bisschen in den Hintergrund und dann, wenn mit dem Riser der ganze Beat wieder aufgeht, dann geht auch die ganze Hook wieder auf und so. Das sind natürlich Sachen, optimalerweise macht ihr die natürlich zusammen mit dem Artist. Oder nach dem Artist. Wenn der Artist schon alles recorded hat, die Hook schon steht, dann könnt ihr euren Beat nochmal anpassen. Das ist natürlich die optimale Situation. Dann könnt ihr auch mit dem Artist direkt sprechen. So, hey, wie hättest du das gerne? Was möchtest du an der Stelle? Soll ich hier nochmal was rausnehmen? So, Artists haben da auch oft schon eine eigene Vorstellung. Aber das ist natürlich in den meisten Fällen bei den meisten von euch wahrscheinlich nicht der Fall, sondern die meisten von euch machen wahrscheinlich Beats fürs Internet, beziehungsweise schicken Beats per E-Mail und haben danach mit dem Song nie wieder was zu tun. An der Stelle würde ich dann, wenn ich ihr wäre, mich an diese Standardstruktur so ein bisschen halten. Also wir haben 8 Bar Hook, dann 12 Bar Part. Ich mache jetzt noch eine 8 Bar Hook dahinter und dann noch ein 12 Bar Part und dann noch einmal die Hook. Ich mache ehrlich gesagt ganz oft einfach nur den hier, dass ich einfach die Hook und den Part nochmal dahinter kopiere. Ihr könnt natürlich für den zweiten Part auch nochmal ein bisschen Abwandlungen in den Beat reinbringen. Also wir könnten jetzt hier zum Beispiel, dass wir ohne die Hi-Hats in den zweiten Part reinkommen, dafür aber mit 808. Okay, jetzt haben wir halt ein bisschen unterschiedliche, aber die Grundstruktur steht. Wir haben ein Intro, wir haben eine Hook, dann haben wir Part Nummer 1, der ist 12 Bars lang, noch eine Hook, Part Nummer 2, der ist wieder 12 Bars lang, noch eine Hook und jetzt brauchen wir natürlich fürs Ende noch irgendwie ein Outro. Da würde ich dann tatsächlich, glaube ich, jetzt an der Stelle einmal alle Melodien einfach durchlaufen lassen. Fürs Outro könnt ihr kreativ werden. Was ihr auch machen könnt, ist zum Beispiel die Hook einfach laufen lassen.
dann aber so ausfaden über die Dauer des Songs. Kann auch ein cooler Effekt sein. Was ich ganz gerne mache, ist noch ein EQ hier an den Start bringen und den dann automatisieren. Und dann mache ich sowas, dass der hier erst hochgeht, also erst quasi nach der letzten Hook, ja. Also bis hierhin ist letzte Hook. Da wird noch gerappt, sage ich mal. Und danach ist dann Outro. Und dann lasse ich zum Beispiel im Laufe dieses Outros, lasse ich diesen Level vom EQ halt langsam hochlaufen. Dann hat man wie so einen Ausfaden-Effekt, ohne dass nur die Lautstärke leiser wird. Oder warte, der muss von oben nach unten, ne? Solche Sachen finde ich eigentlich ganz coole Effekte. Das ist aber wie so oft alles auch ein kreativer Prozess. Letzten Endes kann man sagen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es gibt natürlich kein richtig und kein falsch. Ihr könnt das natürlich machen, wie ihr wollt. Es kommt immer auf den Song an. Gerade wenn man in modernere Sachen guckt, wenn man zum Beispiel Richtung Holla the Red Album guckt von Playboi Carti, da sind viele Beats drauf, die auch einfach nur immer der gleiche 4-Bar-Loop sind, die gar keine Variation drin haben. Andere Songs arbeiten sehr viel mit Variationen. Es gibt natürlich Songs, die die ganze erste Hälfte ohne Drums auskommen und so weiter und so fort. Das, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist halt so ein Standard-Skelett, sag ich mal, von auf dem viele Songs heutzutage aufbauen. Ihr könnt das aber natürlich von Song zu Song abwandeln und wie gesagt, sprecht da vor allem auch mit euren Artists, wie wolltest du das haben, was kann ich für dich noch ändern und so. Das lässt sich auch übers Internet machen, dazu muss man nicht unbedingt zusammen in einer Studio-Session sitzen. Viele Artists sind natürlich auch in der Lage, selber ihre Beats zu cutten, das ist ja jetzt auch nicht besonders schwierig, wenn man die BPM richtig einstellt, dann kannst du ja locker mal hier 4 Bars rausnehmen, hier 4 Bars hinzufügen, hier noch den Part umstrukturieren, so. Das sind natürlich Sachen, da sind auch der kreativen Freiheit der Artists keine Grenzen gesetzt. Wie gesagt, das ist einfach nur so ein Grundrahmen, an dem ihr euch orientieren könnt, aber auch nicht müsst. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace!